So Leute, wir sind angekommen in Los Angeles, hier im schönen Santa Monica. Und wir werden jetzt die nächsten Tage ein paar Videos produzieren. Und wir fangen erstmal an. Das ist unser Daily für die nächsten Tage. Robert, hast du echt gut rausgesucht. Ja, selbstverständlich. Ein normales Auto hätte es nicht getan. Nein, oder? Spinnst du. Da muss gleich hier Aston Martin DBX 707 rausgelassen werden. Richtig. Stärkste SUV auf der Welt, 707 PS. Aber ich muss sagen, Robert, da hast du was Gutes ausgesucht, weil ich bin ja eigentlich nicht so der SUV-Fahrer, aber hier, das Teil hat es mir richtig angetan. Ich bin ja das Auto das erste Mal, wo bin ich denn nochmal gefahren? Sardinien. Ach so, ja stimmt, Sardinien ist es gewesen. Und wir sind letztens, nee, da warst du ja nicht mit dabei, das habe ich ja wieder alleine machen dürfen, weil du wolltest ja daheim sein. Richtig. Du bist ja dann erst am Start, wenn du Silverstone Valkyrie AMR Pro fährst, ne? Eben. Ja, genau. Da bin ich nämlich hier dieses Ding in England auf der Rennstrecke gefahren und das war sowas von geil. Also ich muss sagen, Aston Martin hat da echt geile Arbeit geleistet. Und ja, ich muss zugeben, es wächst immer mehr und mehr, dass ich sage, so ein SUV muss irgendwie her. Und dementsprechend, wenn wir jetzt mal schauen, wie ist hier der DBX 707, wie verhält sich das Auto als Daily hier in Los Angeles? Und auch generell, diese Lackierung sehe ich, nee, sehe ich nicht zum ersten Mal. Ich habe es schon mal einmal kurz gesehen gehabt. Und das ist aber hier jetzt in der Sonne, in der schönen Sonne hier in Los Angeles, ist das schon richtig geil. Dieses Satin Titanium in Grey. Und dann vor allem übergehen, hier haben wir selbstverständlich 23 Zoll Felgen am Start in Verbindung mit dem Pirelli P-Zero Reifen. Aber was ich euch mal zeigen will, Leute, ist jetzt nämlich hier die Front. Weil das Auto wird ja von der Front her, ab und zu habe ich ein paar Kommentare gelesen, Vorsicht Robert, nicht, dass es dich gleich hinhaut, weil dann ist nicht so gut für die Kamera. Richtig. Ja? Da habe ich nämlich ein paar Kommentare gelesen, dass die Front so ein bisschen wie dieser eine Ford aussieht. Aber ganz ehrlich Leute, jetzt sehen wir nämlich mal das, was ich meinte, weil damals den blauen, den wir gefahren sind, war dieser Chrom-Kühlergrill und das ist auch nicht so meins gewesen. Aber hier jetzt komplett blacked out. Wie brutal böse kommt der von hier vorne her. Also das ist richtig aggressiv und Innenraum ist übrigens auch ziemlich geil. Wir haben nicht das komplette Carbon-Paket am Start, wie jetzt hinten den Diffusor und die Seite, sondern ich glaube, das ist dann irgendwie ein Paket, was du hast. Da kannst du nochmal ein Paket dazu nehmen, dann hast du das komplette Carbon-Paket mit hinten den Diffusor, was meiner Meinung nach ein Muss ist. Ich weiß auch nicht, warum wir hier einen Prototypen am Start haben, dass wir hier einen Prototypen fahren dürfen. Das ist schon irgendwie, ja. Wir testen das Ganze oder wie sieht es jetzt aus? Ja, müssen wir. Müssen wir, also du gibst dann dein Feedback dazu ab. Richtig. Oder wie? Aber schau mal her, Innenraum. Sag mal, Robert, was hast denn du da? Was? Wasser. Ja, selbstverständlich Wasser. Ja, das Cola ist bei mir da drüben sozusagen. Richtig. Oder wie? Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist hier den Innenraum. Das matcht nämlich hier richtig gut mit der Außenlackierung. Vielleicht, Robert, meinst du, du schaffst es, dass du das kurz einmal so einblendest? Ja, ja, klar. Okay, sehr gut, weil dann machen wir nämlich die Tür wieder zu. Ich würde sagen, wir steigen jetzt halt ein und dann fahren wir da jetzt halt hin, oder? Dann schauen wir mal, was da so rumsteht. Ja klar, auf geht's. Ich sag's dir, Robert. Ja? Wenn du da was verschüttest, ja? Nur weil du gerade meintest, du musst unbedingt noch zum Starbucks, weil du Tassen einkaufen musst. Und jetzt? In Deutschland gibt's keine Tassen. Wie gibt's keine Tassen? Da gibt's einfach keine. Hast du keine Tassen daheim, oder wie? Ich hab nicht mal Tassen im Schrank, so sieht's aus. Mhm. Leute, wir sind auf dem Weg. Im DBX 707. Also hier, perfekter ja, perfekt. Halter. Ich merke schon, der Daily wird immer mehr und mehr hier. Ja, ja, es wird immer mehr. Also das ist hier schon, ja, siehst du, du kannst perfekt deinen Arm raushalten. Das gefällt dir wieder, oder? Ja, klar. Das gefällt dir wieder. So, wir sind ganz easy, entspannt im sogenannten GT-Modus unterwegs. Und da muss man wirklich sagen, Leute, ich bin ja jetzt in Urus und wirklich viele SUV-Modelle gefahren. Aber vom Komfort her ist das hier so extrem geil beim DBX 707, vor allem hier in Los Angeles. Die Straßen, ihr seht, die sind einfach beschissen. Es sind so viele Schlaglöcher hier drinnen. Und das ist hier wirklich das Geile, dieser Komfort, diese Spreizung zwischen Komfort und Sportlichkeit habe ich bisher noch in keinem anderen SUV-Modell festgestellt. Oder Robert, wie siehst du das? Erzähl du doch mal ein bisschen was, währenddessen ich hier meinen Cappuccino kühle. Ja, also ich muss schon sagen, hier, dieses Kfz ist äußerst komfortabel, aber sobald du hier diesen komischen Drehregler drehst, da geht hier aber die Luzi ab, dass alles vorbei ist. Welchen Drehregler? Diesen M.
wo M drauf steht, also den Drive-Regler. Ist auch richtig sexy gemacht, diese Mittelkonsole. Ja. Komplett in dem Carbon. Und vor allem, jetzt haben wir hier auch das nächste Carbon-Paket, bedeutet, die Schaltpedals sind auch aus Carbon. Und was du ja gerade vorhin festgestellt hast, das habe ich auch noch nie gesehen. Wir haben einmal hier das Teil und dann haben wir hier nochmal hier schön aus Alcantara. Ja, das kannst du rüberschieben, sobald die Sonne von uns ist. Wo rüberschieben? Da schon, ja. Zack, und dann tust du es darüber. Ah, okay, alles klar. So, jetzt schauen wir mal, dass die jetzt gleich irgendwo in die Strecke kommen, dass wir mal ein bisschen Gas geben können, weil ja, noch so geil das hier in dem Komfort ist. DBX 707, wenn du den in Sport, beziehungsweise noch geiler wird es in Sport Plus schaltest, dieser Sound, dieses Teil, wie das vorwärts geht. Das ist so geil einfach, das ist so schön kernig. Ah, da geht einem das Herz auf. Der Sound. Das ist einfach schön. Was das für ein Unterschied ist, wenn du von Komfort in Sport Plus gehst. Das ist wirklich das Faszinierende, Leute. Einfach diese Spreizung zwischen Komfort und Sport Plus, die du hier hast. Das ist ein Dead End. Geht's da ins tote Ende oder was? Nee, das ist eine Sackgasse. Ach so. Boah! Dieses tiefe, bassige. Geil, ist das hier. Brutal. Boah, ist das heavy. Das ist geil. So, ich würde sagen, das reicht. Wir machen jetzt Schluss hier und dann sehen wir uns gleich. Wo sehen wir uns eigentlich gleich wieder? Wo fahren wir denn eigentlich jetzt gerade hin? Zum Boden. Ah ja, stimmt, zum Boden. Boden-Autohaus. Schauen wir mal, was da so geht, oder? Schauen wir doch mal, oder? Du bist ja eh jetzt schon wieder fast leer. Ja, fast. Müssen wir nochmal anhalten. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, wir sind hier richtig angekommen, Leute. Wo? Denn hier zieht euch mal diesen Porsche GT3 rein. Wir sind bei Boden Autohaus, denn wir gehen nämlich jetzt gleich hier rein, weil, wir können es eigentlich jetzt schon sagen. Ich darf nämlich ein Auto fahren, was anscheinend bis zu 2000 PS Leistung hat. Das kommt allerdings erst bei einem ausführlichen Video, denn wir wollen uns jetzt nämlich erstmal anschauen, was da drinnen so alles rumsteht. Aber allein schau mal hier, der GT3 zieht ja mal diesen Endschalldämpfer rein. Wie fett der bitte ist. Und ich meine, typisch in USA, die Kisten müssen alle hundstief sein. Robert, das ist genau deins, oder? Wo gerade mal noch der Finger durchpasst und das war's. Schön HRE-Felgen haben wir am Start. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir rein. Und jetzt schauen wir mal, was da so drinnen rumsteht. Ja, dann rein mit dir. So Leute, jetzt packe ich wieder hier meine Englischkünste sozusagen aus. Alright, so we are here. Welcome, welcome. Boden Autohaus, yeah. Is that correct? Yeah. You was just telling me before you was living in Germany before. Yeah, I was born there and then I came here when I was a little kid and then lived in Northern California. Moved out here like 9 years ago to open the shop. So it's got a little bit of German vibes to it. Yeah, I mean, the workshop here and look at the cars in the back. Leute, zieht euch hier hinten diese Autos rein. Einfach mal ein babyblauer Carrera GT. So, what are you doing here? You are modifying all the cars with exhaust system tuning or just exhaust? So our primary is fabricating exhaust. We do a lot of titanium exhaust systems. Pretty much every car here has it. Got like a F8, our titanium catbag, SF90, Ultimae, you know, GTS. They all have our titanium exhaust. But with that comes, you know, tuning, suspension. Then we do wheels, wraps, body kits. So kind of like the full experience. So like a full package for all customers. A lot of cars just get dropped off and then we do everything from detailing, window tint, clear bra to as far as custom fabrication and wide bodies. So kind of give them the one-stop shop kind of feel. It's crazy. It's a lot of Ferraris actually here. Yeah, we do a lot. I think that's our number one. And I think SF90 is not that easy to tune, no, right? No, not at all. We especially also even starting with the exhaust system, it's very difficult. It's a very difficult car to work on. Exhaust itself takes a long time just to install. There's so many different things you have to take out, like the hybrid battery. Yeah. Tuning it, we actually try to avoid it. We use the Novatec module kind of just to make sure there's no lights or anything. Yeah. But the car's got plenty of power and it's such a finicky car that we just recommend not adding any more power. Just leave it like this. Yeah, because it sounds... I was driving it and I was also driving once with a tuning and it didn't work 100%, you know? Yeah. And just in German, Leute,
zieht euch das mal jetzt rein. Hier sehen wir es jetzt nochmal. Robert, komm mal her. Da sehen wir nämlich, wie weit dieser Motor unten sitzt. I was just telling them, like the engine, how low it is. And that is amazing. Yeah. That's really amazing to see. And then you have the hybrid system and it's, 1,000 horsepower. That's they just sound horrible stock. I'm sure you've heard it. Stock is boring. Yeah, so totally agree with you. So this one is getting now full exhaust system. Yeah, so full from the turbo back. This is our titanium system here. The downpipes are down there. This guy shipped the car from the East Coast because he didn't want anyone else to work on it. So we're doing that and then shipping it back to him. Looks really cool. It's a cool car. Really Grigio cool. Telesto. Gold design. Yeah, you can pick the color. I mean, they come raw, so you can polish it. All we do is we heat treat it, so you can do gold, purple, blue. Ah, nice. Any mixture of it too. Sometimes you do all polish and just do the tips, but it's all just with heat. Okay. And then over time, it'll naturally change colors. So, you know, people just want to see how cool it looks when it's getting installed. Nice. Very nice. So then, there we have. This is the Ultimate Roadster. This is, I think there's, 200 of these? Two something. So this one just came straight to us from the dealer. Ah, yeah, Ultimate, yeah, 250, yeah. Yes, exactly. Getting a full exhaust. We're painting some parts on it right now, getting rid of a livery. We did Novatec coilovers. We are waiting for the HR wheels to show up. Some carbon fiber from Novatec as well. And then paint correction, clear bra, and then it's off to the owner. So the owner didn't even receive the car, it went straight to us from the dealership. Oh, really? Yeah, a lot of these cars are like that. I'd say probably 80% go from the dealer to us because they don't want to drive it without either, you know, clear bra or sounding like stock. Even wheels and tires, they order before the car shows up, so it's here and ready to go. That's crazy. That's also nice paint in the blue. Azzurro Dino, yeah, GTS. This is also came straight from the dealer. It's got a white interior. Pretty wild. That's really crazy. Cool setup, and obviously the GTS are hard to come across. So this one we're just doing suspension, exhaust, lowering it, spacers. Easy stuff on this one for sure. Love this car though. I love the A12. Nice. And then there we have a baby blue Carrera GT. Yeah, so this is our shop car. We lowered it on the KW HLS because this car, you know, when it came out, the suspension was pretty solid, but over time they just go out. So people have the option of upgrading or replacing with stock. So the KW, I think it's a V3 or V4 with hydraulic lift is a must because the car's so low from the factory. Yes. We lowered it more, so now it has four corner lift, so you don't have to worry about scraping it as much. Incredible suspension system, really, really, really it's the best. Nice, the exhaust system again. Yeah, so we've got the titanium exhaust on this one as well. I'll let you hear it, it sounds incredible. Yeah, we can start it up. Yeah. Let me grab the keys. We can directly start it up. Schmeiß mal an den Kübel, Robert, oder? Das ist schon, da merkst du, die Amis, die sind halt schon echt verrückt. Vor allem, Robert, währenddessen er gerade einen Schlüssel holt, wir können mal da kurz rüberschwenken, was wir nämlich da noch so am Start haben. Zieht euch das mal rein. Einfach mal schön. Was haben wir da hinten am Start? Was sind das? Den schwarzen, meinst du? Nee, den gelben. Den gelben, das ist doch das neue Taxi da von Lambo, oder? Ja, genau. So sieht's aus. Jetzt ist der Schlüssel schon wieder da. So, as you know, the V10 is the best sounding motor around. So we didn't want to lose that tone. So we designed a system specifically with titanium, a specific merge and certain size piping to keep that tone, but just louder. Because it's the stock system, the muffler is this big. It weighs 85 pounds. This system weighs 8 pounds. Okay. It's significantly lighter. So is it straight pipe or? It still has the cats, but there's no muffler. It's just an X. Ja, dann würde ich sagen, Robert, hören wir uns das mal an, oder? Ich habe Safety First ist bei mir eben am Start, weißt du ja? Ich weiß noch nicht, ob ich hier stehen bleiben soll oder ob ich weiter weggehen soll. Alter! Boah, ist das geil! Let it warm up a little bit. Das klingt so richtig tief bassig. Das ist krass. So, jetzt haben wir ihn warm laufen. Alter! Boah, da merkst du 10 Zylinder, wie der am Gas hängt. Boah, ist das krass. Alter Schwede. Not too bad. That's crazy. That's crazy. And that's typical 10 cylinder, it's like really the revving, it's so quick. F1 motor, yeah. Boah,
amazing sound, because I know stock, it's not that amazing. It's good. It's just it needs. Yeah. But like this, it's. Oh my God, I love it. It's insane. Amazing work. Danke. Hey, you see, we can actually talk in German because you was living in Germany. A little bit. Klein. Wait, it's not even the right word. And that's a Huracan STO, right? Yep. It's a very special one. Factory paint. It's this beautiful color. I think it's called Rosso Pyro. Pyro, something like that. Mostly stock. It has HRE wheels with stock sizing so you can run our compound tires because you're going to need traction. It's got Novatec height adjustable springs on it. Okay. And that's about it for modifications as far as aesthetics goes. Yeah. But then it has a turbo kit from Underground Racing. It's their, I think, fourth or fifth level up, right under the crazy level. So MAP 4 is 1,650 wheel horsepower. What? 1,650 wheel horsepower. Wheel horsepower? Yeah. So that is like, I don't know, like almost 2,000 horsepower? Yeah, at the crank, yeah. So Leute, wir haben hier ein STO am Start mit fast 2,000 PS. Yeah, from 600 to 2,000. It's pretty big difference from stock. And that's insane. Man muss nämlich kurz dazu sagen, mich hat nämlich hier der Besitzer von dem Huracan STO angeschrieben und hat gesagt, hey, hast du Bock, den STO hier zu fahren? Der hat ein bisschen mehr Leistung, aber ich dachte, ja, der hat, ist ein Twin Turbo, also wird der irgendwas seine 1200 PS, aber jetzt sagt er gerade, das Ding hat 2000 PS. That's crazy. It is. That's insane. And the spec looks really cool. I would say it's a sleeper, but it's not really because it's STO. You know, you couldn't really tell it has turbos until you hear it, but it's a machine. It's terrifyingly fast. It's definitely a drag car. I can't wait to drive it. Also Leute, wie gesagt, hier, wir werden den Huracan STO fahren. 2000 PS wissen wir jetzt Bescheid, keine 1000 PS. Robert, ich glaube, das könnte spaßig werden, oder? Ja, ein bisschen zu wenig. Also, aber da, wie gesagt, Leute, da kommt nochmal ein separates Video da dazu, weil da möchten wir uns auf jeden Fall hier Zeit nehmen mit dem Auto. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weiter nach hinten. Ne? Show you the 918. Ah ja, yeah. We have a 918 here. In a nice matte white paint. This is actually a wrap. We do a lot of wraps here, so really? we do it really well, so it doesn't look like a wrap. Yeah, that I just wanted to mention because you see here everything. Yeah, this isn't even visible when you have the cover on, but we wanted to make sure nothing else shows. Wow, that's amazing. I just thought it's a paint because like you look at it, and then yeah, nice attention to detail. Nice work. So we built a custom header, full exhaust. This is an 8-in-1 collector. So the goal is to get it to sound high pitch like the older cars. Exactly. The V8 from this is very boring. It doesn't sound like a hypercar, it's just boring. It's good, but of course there's improvement. Yeah, coming from the Carrera GT, exactly. This is their next car, it's not as exciting. So the overall goal is to create a header system with a merge like this that will give you that tone that was missing. So it's about a week away from firing up, so I'm looking forward to hearing what it sounds like, but it's all 3D printed collector here, 3D it printed exhaust tips. I've never seen this before on a 918. I don't think anyone has. It's definitely a first. So you definitely have to send me a video. Oh, for sure. Yeah, yeah. Because I wanna hear it. Yeah, yeah, absolutely. Schade, dass wir den jetzt leider nicht starten können. Wir müssen da noch eine Woche warten, wegen den Sensoren und so weiter. Ja, natürlich jetzt schon geil, das Ding zu hören, oder? Weil das ist schon krass. Zieht euch das mal rein, diese Qualität. Ich habe sowas noch nie gesehen. Diese auf. How long did it took you to develop something like this? From start to finish, I mean, it probably 2 to 3 months, scanned it, you know, put it in CAD, test fit it, designed it, welded it, all that, probably about 2 to 3 months, yeah. It was a long process. Yeah, that's... So we're really excited to hear what it sounds like. That's a lot of work. Yeah, for sure. All right. Robert, kommst du da durch? Selbstverständlich. Ja, bist du ja sicher? Okay. Ah, nice GT3 RS. Yeah, this has just got like exhaust on it, HRE wheels, did a wrap for a rally for the customer, nothing too crazy. Nice. Got some carbon fiber parts on it. It's cool. Yeah, OEM kind of plus. Nothing crazy on that one. I like the spec on this F8 a lot. Yes. It's a British Racing green with a it chocolate interior. It looks nice with the gold wheels. Yeah, we're gonna change the wheels actually. Same finish, but a larger wheel from HRE. Brown interior, nice. Yeah, nice, the chocolate nice. Looks really good. Very cool. And then behind us, we have a 1 of 20 Centenario. It's a very limited, I would say, based off of the Aventador, but it's... The owner would get pissed off if you heard that. So I have to say it.
Yeah, you can say it. What was the price again on the Centenario? It's crazy. Today's market around 2.5-3 million. Yeah. Leute, das müsst ihr euch mal reinziehen. Weißt du, so ein Aventador kostet so, ja, was, SVJ. Wenn wir jetzt ein SVJ nehmen, was eigentlich das teuerste ist, ungefähr eine halbe Mio. So, jetzt bist du hier einfach bei 3 Mio. Und das Auto kann einfach nicht mehr. Das ist einfach nur ein stinknormales Bodykit. Es sieht schon geil aus. Ich meine, Robert, zieh das mal rein von vorne. Der kommt schon böse daher, vor allem der kommt extrem, extrem flach daher. Das ist schon krass. Aber das verstehe ich halt nie bei diesen ganzen limitierten Aventadors. Der Preis, der ist halt für mich einfach irrsinnig, weil wenn du überlegst, was du dir da alles kaufen kannst für Autos oder sonst was, aber machen wir einfach mal weiter. Okay, so it's a nice yellow paint. Triple layer paint, yeah, everything's carbon. The whole car is fully carbon. Yes, yes, yes. But this one is stock, right? Yeah, no, we have an exhaust on this one. Also an exhaust system on a Centenario. Yeah, why not? Yeah, why not? but yeah, that's why it's... It had an Overtech suspension on it, but we took it off because he wanted it to be a little bit higher, and it had wheels, but... It was even lower before. Mm-hmm. Wow. Yeah. Because it is very low already now. It is. So. These cars are always, when they're low, they don't drive as well. That's crazy. So what did you do to the exhaust system then? We left the rear muffler, but we took out the cats in the middle, so kind of just keep it OEM plus, but now we added a valve controller, so it's quiet and loud. I'll grab the keys for us, you can hear it. Oh, nice. Ja, warum auch nicht? Start mal noch mal ein Centenario. Schön Straight Pipe. Ah ja, wobei nicht ganz Straight Pipe, ja. Endschalldämpfer ist ja drin geblieben. Wurde einfach nur die Cuts rausgenommen, ne? Muss ja nicht komplett übertreiben. Aber ich sehe zum ersten Mal ein Centenario. Boah, aber hinten, also ich weiß nicht, Robert, geh mal nach hinten. Schau das mal an. Also Diffuso finde ich geil, ja. Aber sonst, schau mal, wie rund der wirkt. Das ist wie so ein Bogen ist das. Da fehlen mir die Ecken und Kanten. Sehr gut. Dir fällt schon wieder die Hälfte runter, oder? Was machst du denn jetzt? Soll ich dir die Kamera halten? Nee. Hört sich einfach genau gleich an beim Starten. Ist alles genau gleich. Nur, dass der ungefähr das... Achtung! Klappe zu. Perfekt, die Batterie von der Klappensteuerung ist leer. Alter! Junge, ist das krass! Alter, ist das krass! Also, ja, Batterie von der Klappensteuerung war leer, aber trotzdem bei bestimmten Umdrehungen macht halt dann irgendwann die Klappe automatisch auf. It was directly flames. It was crazy. It's still loud. Aber von der Klangart ist er tatsächlich ein bisschen anders. Er ist ein bisschen tiefer. Nicht so hell. Nice. Schnell. Ja, schnell. Yeah, it's a cool car. I think it's off topic. I think it's overpriced for what it is. But yeah, I was just telling them. The price is way, way too much because in the end, you know, it's just a body kit, you know? I mean, yeah, it's nice, but if you imagine the price, you can buy so many other cars. It's just, I think it's because it's so limited, only 20 in a coupe. Which is pretty low for a Lamborghini production. Yeah. I think that's why the price is what it is. Yeah. Because you can't get it. That's true. Very cool. So, yeah, ich würde sagen, das war's eigentlich soweit. I think that's it, right? Yeah, I mean, more or less. We are ready to go with the STO now. Thank you very much. Of course. For everything. Yeah, yeah. I mean, for the next video, you have to explain me now everything in the STO. Leute, seid da gespannt. Also ich bin jetzt mal, er hat irgendwas gerade von 4 Maps gesagt. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Also wir können uns da irgendwelche Maps können wir uns einstellen. Ja, ich bin mal wirklich gespannt. Von daher, Leute, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Seid gespannt auf das nächste Video, weil ich glaube, das wird wild werden, Robert, oder? Ja, mal schauen. Willst du da überhaupt mitfahren? Nee, eigentlich nicht. Ich will eigentlich selber auch gar nicht fahren, weil ich weiß gar nicht, was das Stärkste ist, was ich jemals gefahren bin, aber das war vielleicht irgendwas 1200 PS, also da scheiße ich mir jetzt schon in die Hosen. Ja, alles klar, also machen wir Schluss, gehen noch schnell aufs Klo.